die ersten 3 Wochen waren für mich persönlich extrem herausfordernd. Der klassische Tagesablauf ist, dass man nicht weiß, was passiert. Meiner Ansicht nach zeichnet die Arbeit von Samaritan's Purse eine super hohe Professionalität aus und gleichzeitig so ein großes Denken in Gottes Dimension. Wenn eine Katastrophe passiert, dann ist es wichtig, möglichst schnell einsatzfähig zu sein. Innerhalb 48 Stunden muss Hilfe kommen in so ein Land, wo eine Katastrophe geschieht. Deswegen hat Samaritan's Purse in Amerika ein Team, was immer in Alarmbereitschaft ist. DART steht für Disaster Assistance Response Team. Und das ist ein Team, das zusammengestellt ist aus ganz verschiedenen Leuten aus der gesamten Welt. Das ist echt eine bunt gemischte Truppe. Man trifft auf sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Personen. Das, was mich aber am meisten begeistert, ist, dass diese verschiedenen Menschen, wir alle tragen das, alle das gleiche Anliegen. Und zwar jeden einzelnen Menschen, dem wir begegnen, das Evangelium zu bringen, durch die Arbeit, die wir tun. Ich bin Heike, ich lebe in Berlin und ich arbeite als Coach und Mediatorin in Organisationsentwicklung. Ich bin Christian Giller, ich komme aus Köln. Und momentan arbeite ich als Logistikmanager in einer deutschen Katastrophenschutzbehörde. Mein Name ist Alexandra Seel, ich komme aus Castrop-Rauxel und ich arbeite im Kindergarten, bin Erzieherin. 2020 kam im Frühjahr ein E-Mail von Samaritan's Purse und unten war so ein ganz kleiner Link. Wir suchen Katastrophenhelfer. Und dann habe ich mich im August beworben und im November war ich im Roster aufgenommen. Ende Februar brach der Krieg in der Ukraine aus. Ich wusste auch in dem Moment, dass ich gehen werde. Von dem Tag, wo der Krieg ausbrach, vergingen noch 3 Wochen. Letztlich war es dann so ein Zeitraum von 3 Tagen, in dem dann klar wurde, bist du bereit, in 3 Tagen zu fahren? Ab dem Zeitpunkt, ab dem Feststand, dass ich in die Ukraine gehe, hatte ich 1,5 Tage Zeit. Ich glaube, das Gebet zentral und mit das Wichtigste ist, was wir in der Zeit brauchen. Dass man wirklich auch seine stille Zeit oder die Kraftzeit mit Gott immer hat. Während dem Einsatz in der Ukraine war ich in Lviv stationiert. Wir haben zu dem Zeitpunkt in einer Tiefgarage gewohnt. Meine Aufgabe war es, alle Teammitglieder über Lviv in die einzelnen Stationen des Landes zu bringen. Mein DART-Einsatz hat im April stattgefunden. Ich war verantwortlich für die Logistik. Auf der einen Seite ging es darum, beispielsweise Güter oder allgemein Dinge zu kaufen, zu organisieren und auf der anderen Seite auch das Lagerhaus zu betreuen. Die Liste ist sehr lang, die ich abgekreuzt habe. Und dann kamen noch Sachen dazu. Das hieß in dem Falle, 2 Hotels managen mit den Zimmern und den ganzen Leuten, die von überall aus der Welt reinkommen in diese Base. Irgendwann kam immer dieser Punkt, wo ich nicht mehr konnte, wo ich keine Idee mehr hatte, wo ich keine Kraft mehr hatte. Es ist eine Situation, die dich an die Grenzen bringt. Am meisten hat mich herausgefordert der wenige Schlaf. Klassischerweise bin ich wenigstens 2-mal die Woche um 5 aufgestanden und ich bin jeden Tag in der Woche nach 23 Uhr ins Bett gegangen. Und in dieser Zeit hatte ich nicht viel Zeit zum Gebet. Mein einziges Gebet waren oftmals, ganz offen gesagt, meine Tränen. Teilweise bin ich auf mein Zimmer gegangen. Und das Einzige, was ich sagen konnte, war, Gott, bitte hilf mir, das irgendwie durchzustehen, weil ich nicht mehr kann. Und Gott hat es getan. Ich habe so viel Gnade erlebt in dem, wie Dinge funktioniert haben. Gott hat uns dazu berufen, in die Not der Leute zu gehen, uns ganz bewusst darauf einzulassen, um einen Unterschied zu machen. Und dann kam da eine ältere Frau. Wir hatten das T-Shirt an von Samaritan's Purse. Und die fragte in Ukrainisch halt, wo kommt ihr denn her und was macht ihr? Und dann hat eben mein Fahrer hat gesagt, ja, das sind aus Deutschland und aus Kanada eine Frau und die sind gekommen, um einfach hier bei uns zu sein und unsere Hoffnung zu geben halt in alledem halt. Und dann kam die Frau und dann hat die mich in den Arm genommen und geküsst und wenig später hat sie dann noch erzählt, dass von ihrer Tochter, der Mann, der wäre gerade eben an der Ostfront und die haben keine Nachricht mehr von ihm bekommen, halt mehrere Tage. Und die Tochter war so alt wie ich und das hat mich sehr bewegt. Gott beruft uns in Situationen, wo wir teilweise hilflos sind, weil er wirken möchte. Und in Zusammenarbeit mit Samaritan's Purse, die eben gerade auch das Evangelium so hochhalten, ist das, glaube ich, einfach eine Ausnahmesituation. Während meines Einsatzes habe ich Gott als jemanden erlebt, der uns in unserer Hoffnungslosigkeit und Kraftlosigkeit
niemals alleine lässt. Gott zu loben in so einer Situation ist auch sehr hilfreich für mich gewesen. Diese Situation mit dem Einsatz hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, seine eigene Komfortzone zu verlassen, um Gottes Handeln auf eine ganz andere Art und Weise intensiv wahrzunehmen. Der Einsatz hat mir nochmal ganz neu klar gemacht, was es für ein Vorrecht ist, eigentlich in einem Land zu leben, wo Frieden ist. Einfach dankbar zu sein. Ich würde jederzeit wieder in den Einsatz gehen.